So, ihr Lieben, wir haben ja gerade die 34. Berliner Märchentage zum Thema Streit und Versöhnung. Und dazu passt das Märchen, die Tochter der Blumenkönigin kommt übrigens aus Siebenbürgen in Rumänien. Los geht's. Es war einmal ein junger Königssohn. Der ritt eines Morgens hinaus zur Jagd. Da kam er zu einer Wiese, die von einem tiefen und breiten Graben durchzogen war, über den er nicht hinwegsetzen konnte. Mit einem Mal hörte er aus dem Graben ein Jammern und Weinen. Der Königssohn stieg sogleich von seinem Pferd, ging den Graben entlang, da sah er unten eine alte Frau kauern. Die rief ihm zu: »Ach, helft mir doch aus diesem Graben, sonst muss ich elendlich verhungern und verdursten.« Der Königssohn kletterte hinab, hob die Alte empor und fragte: »Ja, wie seid ihr denn in den Graben gekommen, Mütterchen?« »Ach«, sprach sie, »ich bin eine arme alte Frau, ich habe Kräuter gesammelt. Nach Mitternacht habe ich mich aufgemacht, um in die Stadt zu wandern und dort die Kräuter zu verkaufen. Da habe ich wohl in der Dunkelheit den Weg verfehlt und bin in diesen Graben gestürzt. Wenn ihr nicht gekommen wärt, ich wäre elend ums Leben gekommen.« Da sprach der Königssohn: »Ihr seid viel zu schwach, um zu Fuß nach Hause zu gehen. Sagt mir, wo ihr wohnt, ich werde euch auf meinem Pferd hinführen. Seht ihr, ganz oben am Waldesrand steht meine Hütte«, antwortete die Alte. Der Königssohn hob die alte Frau auf sein Pferd und führte sie hinauf vor ihre Hütte. Da sprach sie zu ihm: »Ihr seid ein hoher, vornehmer Herr und habt trotzdem ein gutes Herz. Ich werde euch nun belohnen.« Sie verschwand in ihrer Hütte und kehrte gleich wieder mit einer goldenen Glocke zurück und fragte: »Wollt ihr die schönste Frau der Welt zu eurer Gemahlin?« »Ja, das will ich gern«, rief der Königssohn zugleich. Da sprach die Alte: »So hört, die schönste Frau der Welt ist die Tochter der Blumenkönigin. Doch sie wird von einem Drachen gefangen gehalten und mit Hilfe dieser Glocke könnt ihr sie erlösen und befreien. Denn wenn ihr die Glocke einmal läutet, wird der Adlerkönig kommen. Wenn ihr sie zweimal läutet, wird der Fischkönig kommen. Und wenn ihr sie dreimal läutet, wird der Fuchskönig kommen.« Und plötzlich war die Alte mitsamt ihrer Hütte verschwunden. Es war so, als hätte es sie gar nicht gegeben. Da wusste der Königssohn, dass er einer der Feen begegnet war, die oft die Herzen der Menschen prüfen. Er ritt nun eilends nach Hause, nahm von seinem Vater Abschied und ritt in die weite Welt, um die Tochter der Blumenkönigin zu suchen. Jahrelang ritt er in der Welt umher, ohne etwas von ihr zu hören. Sein Pferd war verendet, seine Mittel waren aufgebraucht, die Kleider hingen nur noch in Lumpen an ihm herab. Da traf er eines Tages eine uralte Frau und er fragte sie: »Wisst ihr nicht, wo die Tochter der Blumenkönigin ist? Wisst ihr nicht, wo der Drache sie gefangen hält?« »Davon weiß ich nichts«, antwortete sie. »Aber wandere du ein Jahr lang mit dem Lauf der Sonne, dann wirst du zu meiner Mutter kommen und sie wird dir weiter raten.« Ein ganzes Jahr lang wanderte der Königssohn mit dem Lauf der Sonne. Und als das Jahr vorüber war, traf er eine noch ältere Frau wie die erste und er fragte sie: »Wisst ihr nicht, wo die Tochter der Blumenkönigin ist? Wisst ihr nicht, wo der Drache sie gefangen hält?« »Davon weiß ich nichts«, antwortete sie. »Aber wandere du ein Jahr lang mit dem Lauf der Sonne, dann wirst du zu meiner Mutter kommen. Und ich weiß bestimmt, sie wird dir weiterhelfen.« Ein ganzes Jahr lang wanderte der Königssohn wiederum mit dem Lauf der Sonne. Und als das Jahr vorüber war, sah er vor sich zwei hohe Berge. Am Fuß der Berge stand eine Hütte. Er betrat diese und fand eine uralte Frau darinnen. Und er sprach sie an: »Wisst ihr nicht, wo die Tochter der Blumenkönigin ist? Wisst ihr nicht, wo der Drache sie gefangen hält?« Da antwortete sie: »Der Drache, der die Blumenkönigin gefangen hält, wohnt hier auf dem ersten Berg. Ein Jahr schläft er, ein Jahr wacht er. Gestern hat er wieder seinen Jahresschlaf begonnen. Wenn du aber die Tochter der Blumenkönigin sehen willst, steige hier auf den zweiten Berg. Dort hat die Drachenmutter ihr Schloss.
Sie wohnt dort mit ihren anderen 12 Drachensöhnen. Und jeden Abend gibt die Drachenmutter ein Fest. Und zu diesem Fest kommt die Tochter der Blumenkönigin, um dort zu tanzen. Da stieg nun der Königssohn auf den zweiten Berg. Kaum hatte er aber den Schlosshof betreten, stürzten sich die 12 Drachensöhne auf ihn und wollten ihn zerreißen. Er aber verneigte sich vor ihnen und sprach: Ich habe von der Güte und Schönheit der Drachenmutter gehört und deshalb will ich ihr dienen. Da waren die Drachensöhne von dieser schönen Rede besänftigt und sie führten den Königssohn durch alle Räume des Schlosses. Und jeder Raum war angefüllt mit Gold und Silber. Im letzten Raum saß die Drachenmutter auf ihrem Thron aus lauter Diamanten und sie hatte 3 Drachenköpfe. Und als sie sprach, war es, als ob 100 Raben krächzen würden. Der Königssohn aber verneigte sich vor ihr und sprach: Ich habe von eurer Güte und eurer Schönheit gehört und deshalb will ich euch dienen. Da rief die Drachenmutter: Dann sollst du 3 Morgen lang meine Stute auf die Weide treiben. Wenn es dir gelingt, sie jeden Abend zurückzubringen, werde ich dich belohnen und du darfst mein Fest versuchen. Gelingt es dir aber nicht, werden die Drachen dich zerreißen. Da trieb nun der Königssohn die Stute der Drachenmutter auf die Weide. Und plötzlich war diese verschwunden. Er schaute in jeden Graben, er schaute in jede Hecke, doch die Stute war verschwunden und blieb auch verschwunden. Da fing er an zu weinen und zu klagen. Er setzte sich auf einen Stein nieder und dachte über sein trauriges Schicksal nach. Da sah er am Himmel einen Adler fliegen und da fiel ihm das Geschenk der Fee ein. Er nahm die goldene Glocke und läutete, Dingeling, einmal damit. Da kam der Adlerkönig geflogen und sprach: Du suchst die Stute der Drachenmutter. Diese hat sich im obersten Himmel, hinterm hintersten Wolkenberg versteckt. Aber ich werde alle meine Adler zusammenrufen und wenn es Abend sein wird, werden wir sie dir hertreiben. Als die Sonne sich senkte, kam der Adlerkönig mit 100 und aber 100 Adlern und sie trieben durch die Lüfte die Stute dem Königssohn zu. Dieser bedankte sich bei dem Adlerkönig und seinem Volk und ritt auf der Stute zurück in das Drachenschloss. Die Drachenmutter. Erstmal einen Schluck trinken. Die Drachenmutter schenkte ihm eine kupferne Rüstung und einen kupfernen Mantel und er durfte nun ihr Fest besuchen. Als er den Festsaal betrat, waren schon viele Drachen beim Tanze. Dann kam die Tochter der Blumenkönigin. Sie war schön wie die Sonne. Ihr Kleid war aus den allerschönsten Blumen gewebt und wenn sie lachte, so lachte sie Rosen und Veilchen. Der Königssohn fing an, mit ihr zu tanzen und flüsterte ihr zu: Ich bin gekommen, um dich aus der Gewalt der Drachen zu befreien. Da flüsterte sie zurück: Wenn es dir 3 gelingt, die Stute zurückzubringen, wird dir die Drachenmutter noch einen Wunsch erfüllen. Dann musst du das letzte Fohlen wünschen, das die Stute geworfen hat. Dieses Fohlen musst du 3 mit dem Nachttau einreiben. Dann wird aus dem Fohlen das schnellste, kräftigste und schönste Pferd der Welt werden. Ich aber werde um Mitternacht auf der Wiese unterhalb des Schlosses auf dich warten. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Am 2. Morgen trieb der Königssohn wiederum die Stute auf die Weide. Und wieder war diese plötzlich verschwunden. Da nahm er die goldene Glocke der Fee und läutete, bimidim, bigeling, 2 damit. Da kam der Fischkönig geschwommen und sprach: Du suchst die Stute der Drachenmutter. Diese hat sich im untersten Meer unter allen Wassern versteckt. Aber ich werde alle meine Fische, mein ganzes Volk zusammenrufen und wenn es Abend sein wird, werden wir sie dir hertreiben. Als die Sonne sich senkte, kam der Fischkönig mit 100 und aber 100 Fischen und sie trieben die Stute durch die Wasser dem König zu. Dieser bedankte sich bei dem Fischkönig und seinem Volk und ritt wieder zurück in das Drachenschloss.
Die Drachenmutter schenkte ihm dieses Mal eine silberne Rüstung und einen silbernen Mantel und wieder durfte er ihr Fest besuchen. Er tanzte wieder mit der Tochter der Blumenkönigin und diese flüsterte ihm zu: Vergiss morgen nicht, was ich dir gesagt habe. Am dritten Morgen trieb der Königssohn noch einmal die Stute auf die Weide und wieder war diese plötzlich verschwunden. Da nahm er die goldene Glocke der Fee und läutete: Bimilim, 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 dreimal damit. Da kam der Fuchskönig gesprungen und sprach: Du suchst die Stute der Drachenmutter? Diese hat sich hinter den Erdhöhlen versteckt. Es wird sehr schwer, sie dir zurückzubringen. Ich werde alle meine Füchse, mein ganzes Volk zusammenrufen. Vielleicht gelingt es uns. Dieses Mal war die Sonne beinahe schon untergegangen und der Königssohn war voll Verzweiflung, als endlich der Fuchskönig mit 100 und aber 100 Füchsen kam und ihm die Stute zutrieb. Der Königssohn bedankte sich bei dem Fuchskönig und seinem Volk und ritt zurück in das Drachenschloss. Die Drachenmutter schenkte ihm eine goldene Rüstung und einen goldenen Mantel und dann fragte sie ihn: Sag mir, was du für einen Wunsch hast, ich werde ihn dir erfüllen. Da rief er: Schenk mir doch das letzte Fohlen, das die Stute geworfen hat. Die 12 Drachensöhne wollten ihm dieses Fohlen nicht schenken. Sie wussten wohl um dessen Zauberkraft. Aber die Drachenmutter konnte ihn wohl leiden. Und so befahl sie, dass man ihm das Fohlen bringe. Er wartete nun, bis der Nachttau auf den Gräsern lag. Dann nahm er das Fohlen und trieb es dreimal mit dem Nachttau ein. Da war aus dem Fohlen das schnellste, das kräftigste und schönste Pferd der Welt geworden. Er wartete nun, bis die Mitternacht herankam. Da ritt er auf dem Pferd hinab auf die Wiese unterhalb des Schlosses. Dort wartete schon die Tochter der Blumenkönigin auf ihn. Er hob sie vor sich auf sein Pferd und ritt mit ihm eilends davon. Die Drachen aber hatten die Flucht der beiden bemerkt. Sie weckten ihren Bruder aus dem Jahresschlaf. Zornig, brüllend, stürzten die Drachen den beiden Fliehenden hinterher. Beinahe hätten die Drachen die beiden erreicht. Doch da waren diese in das Reich der Blumenkönigin gekommen. Und diese ließ eine dichte Hecke um ihr ganzes Reich wachsen, wo kein Wesen hindurchdringen konnte. Da mussten die Drachen in ihr Reich zurückkehren. Als die Blumenkönigin hörte, dass der Königssohn ihre Tochter zur Frau wollte, sprach sie: Ich gebe euch meine Tochter gern zur Frau, aber nur im Frühling und im Sommer darf sie bei euch bleiben. Wenn der Herbst kommt, muss sie zu mir unter die Erde und muss den Winter über bei mir bleiben. Im Frühling jedoch wird sie mit allen Blumen und Kräutern zu euch zurückkehren. Da wurde die Hochzeit des Königssohns mit der Tochter der Blumenkönigin mit großer Freude gefeiert. Den ganzen Sommer über blieb die Blumenkönigin beim Königssohn. Als aber der Herbst kam und der Herbstwind und die Blätter von den Bäumen wehte, nahm sie Abschied von ihm. Sie zog zu ihrer Mutter unter die Erde und blieb dort den ganzen Winter über. Im Frühling aber kehrte sie mit allen Blumen und Kräutern zu ihm zurück und sie feierten großes Wiedersehen. Dies geschieht Jahr aus, Jahr ein, bis zum heutigen Tag.